Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 1. April. Und freilich ist es heute kein April-Scherz, dass wir hier die Non-Farm-Payrolls in den USA wieder feiern dürfen, in Anführungszeichen, denn es ist wieder der erste Freitag und das direkt der erste des Monats. Und da stehen vielmehr immer wieder die Non-Farm-Payrolls auf der Agenda. Und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, die wir uns heute hier im Detail näher anschauen wollen. Zum einen ist natürlich faktisch, wenn wir hier auf die Übersicht gehen, dass die Arbeitslosenquote hier unverändert erwartet wird. Faktisch wird aber sein, welche Daten hier gerade die neu geschaffenen Stellen ex acra, wie diese eben ausfallen. Sind sie denn tatsächlich hier als solche niedriger oder höher? Das ist immer das, worauf der Markt auch schaut. Am Nachmittag dann auch noch hier der ISM-Einkaufsmanager-Index. Das sind hier also heute viele, viele Daten, auch der Konsumklima-Index Uni Michigan, die heute hier einströmen und insbesondere am Nachmittag für erhöhte Volatilität sorgen dürften. Sie wissen, die US-Notenbank legt ja immer viel Wert auf den Arbeitsmarkt, gerade in Bezug zur, ja, Binnenkonjunktur sozusagen, zum Inlands, Movement, zur Nachfrage, zur Stabilität. Und wenn man natürlich einen breiten Arbeitsmarkt hat, dann spricht das natürlich für eine größere Kaufkraft im Land. Und die USA konsumieren ja wie kein anderes Land. Und insofern wird es wohl spannend sein, wie die Daten heute ausfallen werden. Der Euro-US-Dollar hat hier jedenfalls im Vorfeld relativ sauber nach oben aufgedreht. Das Ganze begann letztlich hier am 10.3. mit diesem Check, dieser Unterstützung hier bei 1,085, 1,082. Hier gab es am 10. März, da gehen wir direkt nochmal einen Monat zurück, hier diesen, wie Sie wissen, EZB-Zinsentscheid, der steht auch diesen Monat wieder auf der Agenda. Da wird es wieder sehr, sehr spannend werden. Aber letztlich nach einem Spike nach unten hier am 10.3. schob sich Euro-US-Dollar dann hier sehr, sehr dynamisch mit fast 4 Cent oder 400 Pips nach oben vom Tief des Tages ausgehend. Und wir haben seitdem eben eine Aufwärtsstruktur, die sich unlängst hier eben jetzt bis auf ein neues Mehrmonatshoch fortsetzte. Wir stehen jetzt hier auf dem Level von Oktober 2015. Und wir hatten unlängst auch die Annahme schon, dass es hier durchaus nach oben gehen könnte. Allerdings hätte ich mir persönlich eher noch mal einen kleinen Dip nach unten vorstellen können. Faktisch jetzt hier der Wochenausklang, Schrägstrich der Start in den neuen Handelsmonat, der wird jetzt hier zeigen, wie es denn aussieht. Also die heutige Tageskerze Euro-US-Dollar bislang bescheidene 24 Pips unterwegs. Und das könnte auch durchaus bis zum Nachmittag so bleiben. Also, dass wir jetzt hier schon im Vorfeld große Bewegungen sehen, glaube ich nicht. Aber man muss damit rechnen, dass insbesondere zu den Non-Farm-Payrolls hier es durchaus 1-200 Pips nach oben oder nach unten gehen kann. Also erhöhte Volatilität ist zu erwarten. Und in dem Fall empfehle ich Ihnen, hier abzuwarten, was der Markt im Nachgang macht. Also hier im Vorfeld sich zu positionieren, erscheint mir doch schon sehr, sehr riskant, gerade aufgrund von Spikes bzw. eben erhöhter Volatilität. Die grundsätzliche Aufwärtstendenz ist hier seit Anfang Dezember nach oben gerichtet. Das sehen Sie hier symbolisch durch diesen Aufwärtstrend, aber auch durch diese, ja, höheren Hochs einhergehend jetzt dann mit dem Hoch von gestern und höheren Tiefpunkten, insbesondere aufgrund der Bewegung seit Februar, sieht das eben sehr, sehr konstruktiv aus. Und wenn wir auch jetzt hier nochmal die Saisonalität dazu nehmen, dann ist das Bild eigentlich das, dass wir hier tendenziell weiter anziehende Preise, wenn auch sehr marginal, aber saisonal haben wir hier auf jeden Fall auch schon mal einen Rückenwind sehen dürften. Also das sieht technisch gar nicht mal so schlecht aus. Faktisch wird aber sein, dazu gehen wir jetzt hier in den großen Chart, Big Picture Chart, dass Euro-US-Dollar idealerweise einen Wochenschlusspreis über 1,1450, insbesondere 1,15 generiert. Wenn das geschehen sollte, und dazu könnte es heute durchaus kommen, dann hätten wir hier ein, ja, taktisches Kaufsignal, was auf jeden Fall 500-600 Pips und vielleicht sogar noch viel, viel mehr nach oben generieren würde. Wir haben hier eine massive Widerstandszone um 1,14, 1,1450. Sie sehen, die ist im Prinzip hier seit Februar 2015, also schon über einem Jahr gültig. Hier gab es eben auch einige Spikes, einige Ausbruchsversuche, aber auf Wochenbasis letztlich immer gescheitert. Hier die aktuelle Handelswoche sehr, sehr stark. Und jetzt sollte, wenn es denn wirklich Movement ist, es hier zu einem Ausbruch kommen. Falls nicht, dann muss man davon ausgehen, wenn wir hier wieder scheitern an diesem Level, dass in der kommenden Woche eine schwächere Preisperiode zu erwarten ist. Und jetzt muss man wirklich sagen, lassen wir den Markt mal entscheiden. Faktisch wäre auf jeden Fall anzunehmen, nehmen wir erstmal die FIBO-Levels raus, faktisch wäre auf jeden Fall anzunehmen, dass wenn
der Markt es nicht schafft, hier nach oben jetzt rauszuziehen, dass Euro US-Dollar nach unten wegbrechen dürfte, beziehungsweise in jedem Falle bis 1,11, vielleicht heute oder aber in der kommenden Woche fallen dürfte, um dann sich hier möglicherweise zu stabilisieren. Wir haben hier bei 1,1155 ein Support-Level aus früheren Zeiten. Diese Zone hier, wenngleich diese auch verwässert wurde, aber unlängst hier mit dem Movement von jetzt Ende März hat sich diese Zone doch schon wieder leicht bestätigt. Auch hier der SMA 20 gelaufen. Letztlich hier diese Zone 1,1155 in Verbindung dieser Trendlinien durchaus interessant. Man muss eben abwarten, was der Markt jetzt dann hier macht. Grundsätzlich, wenn wir hier nicht nach oben rausbrechen, ist eine Konsolidierungsbewegung Schrägstrich Korrekturwelle zu erwarten, die, ja, wenn sie denn unter 1,1155 führt, dann sogar wieder in Richtung 1,085, 1,082 gehen könnte. Hier, wie gesagt, auch eine interessante Nachfragezone. Wie das heute ausgeht, das gleicht einem Münzwurf. Letztlich das, was praktisch hier gestreut wurde in den Markt, in Sachen der Entwicklung zurückhaltenden Leitzinsanhebungen in den USA, also hier doch nicht so eine aggressive, Verknappung der Geldpolitik in den USA könnte dazu führen, dass, wenn die Daten da heute mit ins Lied reinspielen, der Euro tatsächlich weiter aufwertet. Faktisch ist aber, dass das natürlich alles auch mit den Inflationsdaten und dergleichen sowohl in den USA als auch Europa im Einklang stehen muss. Und da stellen sich eben doch schon viele Fragezeichen auf. Grundsätzlich aber technisch eine sehr, sehr, sehr interessante Situation. Und achten Sie eben hier auf 1,14, 1,1455. Diese Zone hier sehr, sehr interessant. Auch in der Vergangenheit hier sehr schöne Ausbruchsmuster gesehen. Das war hier diese Ausverkaufskorrekturwelle in Sachen von China hier im August letzten Jahres. Gab es hier wirklich den großen Hype, auf Tagesschlusspreisbasis über das Niveau rausgegangen, aber dann direkt hier die Korrekturwelle. Und was hier sehr, sehr schön war, im Oktober 2015 dieses Bearish Engulfing direkt am Widerstand. Also das ist spannend. Also hier insbesondere für heute Schrägstrich zur nächsten Woche, was Euro-US-Dollar hier in diesem Bereich macht, wird sicherlich maßgeblich für die weitere Entwicklung der kommenden Wochen Schrägstrich des Handelsmonats April sein. Gut, ansonsten Statistiken brauchen wir gar nicht groß bemühen. Heute ist, wie gesagt, ein Tag, der wird maßgeblich durch die Konjunkturdaten beeinflusst, gerade eben in den USA Nachmittag. In der Overall-Tendenz haben wir 50%, das ist eine Pattsituation, und auch 52% positiver Schlusspreis ist jetzt nicht wirklich so sehr bullisch, aber leicht positiv. Grundsätzlich können wir hier keine Ableitung treffen und insofern kann ich eigentlich nur sagen, der Bias für den Euro gegenüber dem US-Dollar ist bullisch. Und gerade wenn wir über 1,1450 rausbrechen, 1,14, dann dürfte es weiter hinaufgehen. Wenn das fehlschlägt, dann muss man davon ausgehen, dass wir hier doch erst nochmal eine kleine Rücksetzwelle sehen. Da bleibt mal abzuwarten, wie der Markt sich jetzt hier entwickelt. Gut, jetzt machen wir hier erstmal diesen hin. Als Option, wenn der Markt ausbricht. Rein Trend folgend. Rein saisonal wäre es zu favorisieren. Ansonsten wäre das Plan B. Gut, und Euro-US-Dollar wird man sicherlich in der nächsten Woche dann nochmal anschauen, wenn sich der Staub so gelegt hat. Also, dann sage ich jetzt erstmal eine gute Zeit an alle. Ich wünsche frohes Schaffen, viel Erfolg. Wie gesagt, ein bisschen zurückhalten vor den Non-Farm-Payrolls würde ich empfehlen. Und ansonsten eine gute Zeit, wenn Sie mögen, hören wir uns am Montag wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.